Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und gleich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet für die Wrestling-Fans, denn die nächste WrestleCrate UK Box ist da. Das müsste dann die für, was ist heute? April? Das ist dann die für März. Das kommt nämlich immer den Monat drauf für den Monat davor. Ich habe auch wieder, jetzt hält der Karton nicht mehr, ich habe auch wieder das ein T-Shirt aus den WrestleCrate UK Boxen an. Ich weiß nicht, ob das ist wirklich vom letzten Mal oder ob das halt in einer anderen Box war vom vorletzten Mal. Das weiß ich aber, hatte ich glaube ich noch nicht an. Hier, jetzt ist auch Adi da, der sich hier versucht vorbeizuschleichen. Adi nicht. Adi, pfui, Adi. Adi, dann geh hier rein. Dann geh ins Waschbecken, wo du hingehörst. Wohin genau? Ins Waschbecken, genau. Wir machen jetzt aber die Box auf, gucken da rein, was diesmal in dieser WrestleCrate UK Box ist. Ich finde die Kartons einfach so Hammer. Toll. Da ist nix, da ist nix. Der Karton wird wirklich nur hier vorne durch dieses einzelne Klebeband zusammengehalten. Das finde ich ja, da wurde wieder gespart, ne? Am richtigen und am falschen Ende. Wir machen es jetzt auch einfach mal so auf, weil wahrscheinlich muss man sie auch so aufmachen. Wenn man das, oh mein Gott, was steht da drauf? Ich kann es nicht lesen. Aber gleich kann ich es lesen. Da ist nämlich wieder ein T-Shirt drin. Da ist wieder, wir fangen erstmal mit dem sinnlosesten, billigsten Mist an. Und zwar ein Monat gratis streamen, alles was das Wrestling-Herz begehrt. Da habt ihr nämlich hier Stream the biggest collection of women's wrestling on the planet. Ist genau das, was ich brauche. Title matchnetwork.com. Kenne ich nicht. Gut. Ich weiß gar nicht, wie löst man das denn ein? Gar nicht. Da geht man einfach auf die Seite und dann kann man einfach, da steht doch gar kein Code dabei. Ich habe das noch nie verstanden. Ich habe noch nie so einen Monat Wrestling-Karte irgendwie gemacht. Ihr habt hier die Übersicht. Das ist das, was sonst immer als Heftchen dabei war. Da habt ihr hier irgendwas mit Scott Steiner. Das ist fürs nächste Mal. Scott Steiner Exclusive Autograph Inside April's WrestleCrate. Also das ist Werbung fürs nächste Mal. Das nächste Mal gibt es ein Scott Steiner Autogramm. Und hinten steht jetzt hier drauf, was in dieser Box alles ist. Beziehungsweise gibt es jetzt mittlerweile drei verschiedene Größen, so wie es aussieht. Das ist die Itemlist. Wir wollen aber erstmal selber gucken, was wir hier finden. Wir haben nämlich hier eine DVD. Best of Jeff Hardy, The Early Years. Das ist auf jeden Fall cool. Weil Jeff Hardy kenne ich ja eigentlich dann nur aus der WWF damals, aus den guten alten Zeiten. Was der davor so gemacht hat, habe ich keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ist eine Mischung aus Rhea M und Joker plus Jeff Hardy. Eine der besseren. Und diesmal kein Shoot-Interview, sondern wirklich wieder Kämpfe. Da ist zum Beispiel drauf Jeff Hardy und Julio Sanchez gegen Rastaman und Andy Anderson. Rastaman, das klingt schon richtig brutal. Jeff und Matt Hardy gegen Ricky Banderas und Ricky Santana. Jeff Hardy gegen Super Crazy. Jeff Hardy gegen Rastaman. Jeff Hardy gegen Will Powers. Jeff Hardy und Matt Hardy gegen die Thrillers. Jeff Hardy gegen Black Skull. Jeff Hardy gegen Kid Dynamo. Und Jeff Hardy gegen Matt Hardy, 2 out of 3 falls match. Das glaube ich bisher eine der besten DVDs, die hier drin war in diesem Karton. Feiere ich. Jeff Hardy, immer super Sache. Das T-Shirt hebt bei uns auf für zum Schluss. Wir haben jetzt hier noch, was haben wir denn? Wir haben, oh mein Gott. Wir haben hier ein Autogramm drin von dieser Dame. Guckt euch die Dame an. Da brennt der ganze Ass. Hier steht auch unterschrieben schön. Da steht nämlich, was steht da? Sam, Sally, Sandy. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier auf die Dings, was da drin steht. Scarlett Bordeaux? Charlie Evans. Scarlett Bordeaux, Charlie Evans. Es müsste also zwei geben. Boah, ist ja jetzt aber kompliziert, ne? Hier ist nämlich noch ein zweites drin.
guckt euch die an. Welche gefällt euch da besser? Dieses Fahndungsmod-Foto von dieser Dame hier, da ist auch unterschrieben. Oder das andere, sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Das hängt man sich doch gerne an die Wand, wenn jemand reinkommt. Ist das deine Ex? Ja, nach der Trennung, ne? Das ist aber nicht lustig, ich weiß nämlich immer noch nicht, wer jetzt wer ist. Jetzt muss ich nochmal. Scarlett Bordeaux. Könnte das Scarlett Bordeaux heißen? Oder könnte das Scarlett Bordeaux heißen? Hier sehe ich Kull und hier sehe ich Saw. Und die andere heißt Charlie Evans. Charlie Evans. Na gut, dann ist das hier Charlie Evans, weil das ist ein C. Und das ist Scarlett Bordeaux. Ist ja klar, Scarlett Bordeaux, das muss ja eine richtige Prinzessin sein. Die sieht aus wie eine Prinzessin, die lässt kein Blut ins Gesicht. Und die Charlie Evans, die macht's richtig, die gibt sich böse. Guckt euch die an, wie nach einer Wanderung sieht die aus. Sieht richtig heftig aus. Und dann haben wir hier noch ein Poster drin, was wir jetzt auch mal hier aufmachen. Cultaholic Wrestling YouTube Channel proudly presents a stupendous night of wrestling action. Oh, Cultaholic kenne ich sogar. Habe ich schon öfters mal Videos geguckt von diesem YouTube-Kanal. Guckt euch das an. Hier ein Poster. Was ist das? Rossi Drip Drip ist Champion gegen Cowboy Andrew Challenger. Tag Team Action. The Fabes, Jack the Jobber King und Owen Mason gegen Tom Campbell und Pablo. Sam Driver gegen The King of Botch Style. Matthew. Battle Royale Extravaganza Starring Aiden Atkins, Emma Fraser, Jen Joel, Justin Levis, Matt Purse, Big Dick Tubbs, Ryan Luke und Justin Sander Daniel. General Manager Adam Pacitti. Sonntag, 1. April. Oh mein Gott, jetzt habe ich es verpasst, weil ich so lange zugelassen habe. Das ist doch aber. Ich feier das. Das ist ein richtig cooles Poster auf jeden Fall. Mit richtig lustigen Namen, richtig coolen Socken drin. Würde ich mir auf jeden Fall so aufhängen, wenn ich eine Wohnung hätte und nicht immer im Badezimmer vom Adi Schatz hier aufnehmen würde. Der gerade wieder den Karton versucht zu besteigen und der Karton in sich zusammenfällt. Was ist das? Das ist Vader. Ich glaube, da stand ja beim letzten Mal drin, dass da ein exklusives Vader Item drin ist. Und das Vader-Item ist das T-Shirt. Jetzt das müssen wir uns wieder angucken. Oh mein Gott. Big Van Vader. Guckt euch das an. Vader ist jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Finde ich wirklich cool. Ich mag das immer. So schwarz-rote Designs mit weiß auch noch ein bisschen dran. Das ist auf jeden Fall ein großes, fettes Design, was schön über die ganze Brust geht. Big Van Vader. Hier noch Vader, wie er da ist, mit seiner Elefantenmaske, wie er da immer reinkam, wenn das eine Elefantenmaske ist. Heftiges T-Shirt, oder? Erinnert ein bisschen so an die Raw-Farben, an die Raw-Zeiten, als Raw noch richtig mega krass und klasse war. Big Van Vader T-Shirt. Und jetzt gucken wir mal die Unterschiede. Adi Schatz. Zum Glück haben sie das auch auf die Box geschrieben, ne? Was könnt ihr noch mit den Boxen machen? Hier, der dritte Punkt war, dass ihr eure Katze da reintun könnt. Das seht ihr schon, das funktioniert. Die Katze ist nämlich drin. Und der Unterschied zwischen den Boxen, in allen Boxen ist also ein Scarlett Bordeaux Autograph, haben wir gehabt. Ein Big Van Vader T-Shirt haben wir gehabt. Jeff Hardy Best Of DVD haben wir gehabt. Cultaholic Poster haben wir gehabt. Charlie Evans Autograph haben wir gehabt. Ein Monat Title Match Network haben wir gehabt und jetzt sind die Unterschiede. Wenn ich nämlich die, das ist die kleine Box, es gibt ja auch die große Box. In der großen Box wäre noch Firefly Light Keyring, also wohl ein Schlüsselanhänger von Firefly Light oder von Firefly, ein Light Keyring. Und als Weapons of Pro Wrestling Pin Number One, also ein Anstecker. Und Inside the Ropes Issue 19. Das ist auch noch ein Magazin Inside the Ropes, was es öfters gibt. Auf den Schlüsselanhänger und den Anstecker kann ich gerne verzichten. Ich bin froh, dass ich 10 Euro gespart habe mit dieser Box, aber trotzdem an die coolen Sachen gekommen bin. An die Autogramme, an die DVD, an das T-Shirt, an das Poster.
wäre jetzt das Poster oder die DVD in der großen Box und ich hätte jetzt hier den Pin, dann wäre ich deutlich trauriger. So finde ich es trotzdem wieder eine coole Box, denn theoretisch ist das T-Shirt so viel wert wie die ganze Box. Und zusätzlich kriegt ihr dann Autogramme, zusätzlich kriegt ihr Poster, zusätzlich kriegt ihr DVDs. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. Für ein Jahr habe ich das vorausbezahlt. Und ich werde mal gucken, wie das Jahr so verläuft, ob ich vielleicht verlängere und mir wieder ein Jahr lang diese Boxen hole. Ich finde das nämlich trotzdem cool, wenn man das auspackt, was da drin ist. Bis jetzt fand ich eigentlich jedes T-Shirt, was da drin war, richtig cool. Sieht man so cool, dass ich es nie anziehe und immer noch diesen Aufkleber hier drauf habe. Ansonsten seid ihr Wrestling-Fans, wie fandet ihr den Inhalt, wie findet ihr das T-Shirt, wie findet ihr die Autogrammkarten, was war euer Lieblings-Item in dieser Box oder sagt ihr, die DVD war das Beste? Schreibt es mir in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.